Den hier muss ich euch nicht vorstellen. Omar ist bei uns wieder am Start. Wir sind schon langsam hier eingespieltes Team. Und Omar, ich bin dir ehrlich, seit dem letzten Kampf, seitdem du wieder angefangen hast, hier bei Defense zu kämpfen, du siehst ready aus, du siehst fit aus. Kann das sein, dass du mehr trainierst als früher? Also schönen Tag erstmal an jeden Einzelnen. Grüßt euch. Das ist definitiv auf jeden Fall. Ich habe angefangen, so ein normales Gym zu trainieren. Davor war so Streetfight-mäßiges Ding. Fühle mich deutlich fitter. Meine Skills sind deutlich besser geworden. Glaube ich, hat man gemerkt, auch am Ground Game. Auch letzter Kampf halt am Ende. Ne? Naja, sonst bin ich wieder da. Schöne Show zu liefern. Hoffentlich wieder mal. Okay, das freut uns auf jeden Fall. Du bist auf jeden Fall ein unterhaltsamer Kämpfer. Show erwarten wir bei dir immer. Und Omar, meine Frage ist jetzt diese ganzen Sachen, jetzt letztes Jahr mit Abdullah, was passiert ist und diese Hate-Welle, die gekommen ist etc. Hat dich das als Kämpfer verändert? Hast du im Positiven? Also viele haben gedacht, okay, nach dieser Niederlage, seine Karriere ist vorbei, der wird nie wieder kämpfen oder sonst was. Das war mehr so für mich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, wenn ich als einer, der sich Sachen selber beigebracht hat, so weit geschafft habe, und den Kampf habe ich ja auch knapp verloren. Und da waren ja viele unsportliche Aktionen dabei. Das war mehr für mich so ein Push, Motivation, so dieses Feuer wieder mal entfalten, um sich endlich mal anzumelden, Ego kleiner machen und sich anmelden. Jetzt habe ich Training durchgezogen. Jetzt will ich mich so gut wie noch nie, besser als vor halbes Jahr oder 8 Monaten, was das auch immer ist. Diese Hate-Welle, das juckt mich sowieso nicht. Er soll erst mal jemand schaffen, das, was ich geschafft habe, ohne MMA-Erfahrung 5 Kämpfe hintereinander zu gewinnen. Und dann können wir weiterreden. Sehr gute Einstellung, Omar. Gutes Mindset. Aus Fehlern lernt man, man wird nur stärker. Und ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg heute. Ne? Dankeschön, Dankeschön. Und ich habe hier den Milad an meiner Seite. Milad, du bist ein junger Kämpfer, ein sehr motivierter Kämpfer, was ich damals an dir sehr beeindruckend fand. Du hast deinen ersten Defend-Kampf gewonnen, sehr überraschend mit einem Choke. Und dann hattest du sogar den Mut, gegen einen sehr guten Kämpfer zu kämpfen und wolltest dich beweisen. Und damit ist mittlerweile jetzt schon fast ein Jahr rum. Ich hoffe, du hast dich auch entwickelt, sowohl persönlich als auch sportlich. Erzähl mal, was ist in diesem Jahr passiert alles? Boah, war ein gutes Training auf jeden Fall, auch viel Arbeit. Aber ja, ich fühle mich bereit auf jeden Fall. Was können wir heute von dir erwarten? Wieder einen schnellen Choke in der ersten Runde oder wirst du heute ein bisschen ballern? Also ich glaube, ich kämpfe gegen Umar, der ist auch so ein, ballert auch sehr gerne. Ich glaube, heute wird so mehr auf Boden gemacht. Ja. Alles klar, ich wünsche dir viel Erfolg, Milad. Ne? Herzlich willkommen, Defend Army. Caro Barben wieder am Start für euch. Am Sonntag hier auf den Rasen in Bremen. Umar trifft hier auf Milad, der kurzfristig für diesen Kampf zugesagt hat. Darum Respekt an Milad. Er hat dir gesagt, er möchte neben seinen Stand-Up-Skills natürlich in diesem Kampf auch beweisen, dass sein afghanisches Ringen auch effektiv ist. Omar, bevor es hier wieder irgendwelche Keyboard-Rambos gibt, die irgendwas Negatives wieder posten möchten, wenn sich Leute bei uns in seiner Gewichtsklasse anmelden und nachträglich dann hören, dass sie gegen Omar antreten müssen, kriegen wir eine Absage nach der anderen, meine Lieben. Darum ist es extrem schwer, einen Gegner für ihn aus organisatorischer Sicht zu besorgen. Darum Respekt an Milad hier. Er hat gesagt, ja, er möchte sich gerne mit ihm messen, steht hier seinen Mann und will sich respektvoll letztendlich seine Skills und seine Fähigkeiten mit Omar messen. Ich freue mich auf diesen Kampf. Touch Gloves, die erste Runde geht los. Ja, Omar nimmt direkt die Mitte ein und baut Druck auf. Es ist immer wieder gut für einen Kämpfer, der letztendlich die Mitte etabliert, weil er derjenige ist, der letztendlich Druck ausübt. Ja, noch passiert nicht viel, beide tasten sich nur ab. Oh, im Rückwärtsgang, gut geschlagener linker Haken von Omar. Oh, 3, 4 harte Schläge, die er da essen muss, nachdem er versucht hat, einen Lowkick mit seinen Händen abzublocken. Hier, schöner Antäuscher mit einem Double-Leg-Abtaucher. Umar hat es versucht, mit einem Uppercut aufzufangen, aber ist hier auf seinem Rücken gelandet. Das Timing war hier eindeutig auf Milads Seite. Wunderschön gemacht. Umar macht das hier sehr schlau. Er klammert die Arme, damit er kein hartes Ground and Pound kassieren muss. Er hat Milad jetzt die Skills, seine Arme zu befreien. Er versucht es mit einem Slam. Omar fängt das hier noch mit seinen Beinen auf. Intelligent gemacht an der Stelle. Er versucht mit einem Butterfly Sweep, landet hier aber in der Turtle-Position. Beide am Stehen. Milad darf hier jetzt Omar nicht ruhen lassen. Er muss sein Gewicht nach vorne schieben, genau wie jetzt ähnlich, damit das ganze Gewicht auf Omars Händen ist und nicht auf seinen Beinen. Und Omar damit ermüden.
Umar versucht hier Niban. Umar muss die Beine überkreuzen. Umar muss die Beine überkreuzen und mit beiden Händen an seinem Knie ziehen. Der Niba ist noch da. Der Niba ist noch da. Umar entscheidet sich, sich zu drehen. Holt sich Mount. Hartes Grounded Pound, meine Lieben. Oh, das sind harte Schläge. Das sind harte Schläge, die Milad kassieren muss. Er muss was machen, sonst wird der Ref abbrechen. Oh, das sind mehrere harte Schläge, die er kassiert. Das ist gut so. Fair gemacht. Der Ref hat ihm genug Zeit gegeben. Er hat sich nicht verteidigt. Er hat versucht, von unten mitzuschlagen, was man nicht machen darf, weil man dann sein Gesicht aufmacht fürs Ground and Pound. Hier im Stand noch relativ langsam der Kampf noch. Hier Umar im Rückwärtsgang schön hacken. Das meinte ich. Seht ihr, er hat versucht, den Lowkick mit den Händen abzufangen. Da hat er sich 3-4 Schlagsalben kassiert. Der Takedown kommt. Umar hat versucht, mit einem Uppercut abzufangen. Aber sehr schön gemacht von Milad. Super getimed. Hier war der Fehler. Umar hat sich gedreht. Und letztendlich hat er hier nicht gezeigt, dass er sich effektiv verteidigen kann. Extrem starke Schläge kassieren müssen. Und wenn man sich selbst nicht verteidigen kann, dann ist der Referee dafür da, um für den Schutz des Kämpfers zu sorgen. Und an der Stelle auch hat er ihm genug Zeit gelassen, hat gesehen, da kommt keine effektive Verteidigung. Musste dann an der Stelle auch abbrechen. Fair gemacht. Sehr schöner Kampf von beiden. Immer respektvoll geblieben. Der Sieger der Kämpfer aus der roten Ecke. Umar, herzlichen Glückwunsch zu einem weiteren Sieg von dir. Und war wieder eine starke Performance. Aber wir waren alle überrascht. Ich hätte das nicht gedacht, dass Milo direkt den Takedown holt. Warst du selber überrascht, oder? Ja, ich war wirklich selber überrascht. Also ich hätte selber niemals gedacht, dass er einen Takedown shooten wird, weil ich kenne auch den Typ, also den jungen Mann. Wir schreiben auch auf Instagram. Das war für mich war ein bisschen schwieriger, gegen ihn zu kämpfen. Einfach so rein von dieses Verhalten zueinander. Ich weiß, er ist Karateka, hat 2 Kämpfe hier. Also Erfahrung hat er auf jeden Fall. Davor hat er auch noch jemand abgesagt, der ist kurzfristig eingesprungen. Stark fand ich, guter Takedown, niemals erwartet. In Stand fand ich, der war ein bisschen unsicher. Vielleicht kennt er mich ein bisschen so. Aber an sich war ein guter Kampf, denke ich. Also. Eins muss man deinen Gegner auf jeden Fall lassen. Der hat Mumm, der Junge. Ihm ist, glaube ich, egal, ob ein Dejan oder ein Umar, der kämpft. Und das zeigt auch, er ist mental stark und deswegen er geht ohne irgendwelche Ängste in den Kampf, holt sich den Takedown. Was er braucht, ist halt noch ein bisschen mehr Training und dann wird er auf jeden Fall aus ihm ein guter Fighter. Aber nun zu dir. Du hast dich sehr gut aus der Situation rausgerettet, hast wieder die Position gesichert und den Kampf beendet. Und erzähl mal, wie sieht es jetzt aus zwischen dir und Abdullah? Wann sehen wir den Kampf? Ja, wie gesagt, also da als ich das erste Mal gegen ihn verloren habe, hat er gesagt, hier 6 Monate irgendwas Ausbildung, Türkei, Urlaub, mit Familie, was auch immer. Hatte seine Gründe auf jeden Fall, wir haben lange auf ihn gewartet. Defend hat auch eine sehr lange Pause eingelegt, 11 Monaten. Wie gesagt, wenn er sich bereit fühlt, soll er hier auf den Rasen eintreten, von mir aus ein Titelkampf gegen ihn. Also den Rematch will ich auf jeden Fall, weil der spricht im Internet irgendwie, ich glaube Umar will nicht gegen mich kämpfen. Ein paar Mal hat er auch Aussagen getätigt, dass er nicht in Defend kämpfen will, sondern bei GMC oder so. Aber ich habe ihm gesagt, wir haben die Geschichte hier angefangen, hier müssen wir auch die beenden. Von mir aus, wenn ich gewinne, können wir auch eine Trilogie starten. Hast du richtig gesagt, die Geschichte hat hier angefangen und wird auch hier beendet. Also der Kampf wird auf jeden Fall bei Defend stattfinden. Wir freuen uns alle auf den Kampf, wir waren alle drauf und dir alles Gute, Umar. Willst du noch irgendwas sagen? Ja, also ich würde auf jeden Fall ein großes Dankeschön an meine Community sagen, die mich wirklich unterstützen und supporten, weil ich sehe die Kommentare, dass die so richtig mitfiebern, wenn ich hier kämpfe. Auch sei es TikTok, Instagram oder sonst was. Dann das nächste Dankeschön würde ich an meine Jungs raus, also an die mich hierher gefahren haben, immer Zeit nehmen. An die mich auch supporten, wie die können. Die aus Magdeburg und die auch aus Berlin. Mein drittes Dankeschön geht an meinen Sponsor heute, Safe Security. Wenn ihr stabile Securities braucht, meldet euch bei ihnen. Hier einmal hier, einmal da. Ja, ansonsten, das mit dem Fuß muss ich wieder gucken, wie vor 2 Wochen. Wenn jetzt die 2 Tage normal ist, dann komme ich wieder übernächste Woche wieder kämpfen. Ich will auf jeden Fall aktiv bleiben. Ich wollte noch die letzte Wörter sagen. Ein Wunschgegner für das nächste Mal. Dean Jovic, der 2-2 gegen Aslan und Atlantics mit seinem Kollegen hier gemacht haben. Gegen den würde ich auch sehr gerne kämpfen, weil der ist einfach Spiegelbild von mir. Beide haben sehr lange nur auf Straße trainiert, sich selber Sachen beigebracht. Beide sind jetzt in ein MMA-Gym angemeldet. Das wäre ein sehr, sehr interessanter Kampf. Als würde ich so gegen mich selber kämpfen, ob es um Titel ist oder nicht. Ich hätte sehr gerne Lust darauf, Dean, wenn du dich ready fühlst, wenn du fit bist, lass uns das hier auf Defend FC veranstalten, auf diese Rasen. Ich fordere dich heraus.
Okay, so, Milo, mein Bruder, zu dir habe ich ein paar Worte. An erster Stelle, du hast uns extrem überrascht, du hast direkt den Takedown geholt gegen Umar. Und ich bin dir ehrlich, das feiere ich auch an dich. Du hast so viel Mut, du gehst ohne so viele Vorgedanken, ohne Ängste in den Kampf rein und machst einfach auch gegen erfahrene Gegner. Du weißt, dass Umar erfahren ist, dass er gut ist, aber gehst rein und holst direkt den Takedown. Das heißt, deine Mentalität ist sehr stark. Aber du musst das nur noch mit Training verbinden. Wenn du diese zwei Sachen miteinander verbindest, hast du sehr, sehr viel Potenzial. Und deswegen frage ich mich, du hast doch so viel Mut, du hast doch keine Angst und du hast eine gute Mentalität, aber warum trainierst du nicht? Ich würde gerne, aber Arbeit ist halt bei mir ein bisschen schwierig und so, aber ich habe auch manchmal die Gedanken, einfach alles auf Rot zu setzen und einfach mit Kampfsport anfangen, mal gucken, wie weit es geht. Aber ja, ich weiß, ich muss doch gucken. Ja, natürlich, man muss eine Balance haben im Leben, Arbeit ist auch wichtig. Aber du musst dir die Zeit nehmen, um zu trainieren. Du hast Potenzial und dann werden wir wahrscheinlich noch sehr, sehr starke Kämpfe von dir sehen. Also ich freue mich auf jeden Fall. Trainier, bereite dich vor und dann komm wieder her, okay? Inshallah, danke schön. Sehr gerne, alles Gute noch. Hüfte nach vorne, Hüfte nach vorne machen. Da kommt's raus. Jetzt Hüfte nach vorne, Hüfte nach vorne. Dein Tour. Oh, schön, Mann. Oh, ja, schick, ehrlich. Ja, oben. Gut, oben. Oh, oh, oh. Alles gut. Oh, 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 o